Das lange Warten auf den BVB. Der Bus kommt erst um 10 vor 3, das Spiel beginnt um 3:45, Stau bei Ludwigsburg. Von Stillstand auf dem Spielfeld keine Spur, doch wer zu spät kommt, den bestraft der Pfosten. Lewandowski, Dortmunds berüchtigte erste Viertelstunde. Sieht so aus, als seien alle froh, endlich aus dem Bus draußen zu sein. Götze nur begleitet, nicht angegriffen. Dortmund in der Form der 4 letzten gewonnenen Spiele. Als Stuttgart nach 8 Minuten die eigene Offensive entdeckt, entsteht ein tolles Fußballspiel. Molinaro gegen Weidenfeller. Beide Mannschaften jetzt mit vollem Risiko. Stuttgart mit einer Änderung, Molinaro für Boca. Das belebt die linke Seite, die rechte ist ohnehin stark. Harnik. Kakao. So sieht ein Spiel aus, wenn beide Mannschaften lieber stürmen als verteidigen. Dann der Ex-Dortmunder Heinal beim Freistoß. Harnik, Taski, 1:0, Dortmund von einer Freistoßvariante überrumpelt. Was war bei diesem Freistoß alles einstudiert? Ja, alles. Nee, nicht alles, nur der Ball von Martin Harnik sollte reingehen, dann hätte es ganz geklappt. Harnik entwischt Kehl an den langen Pfosten, trifft diesen auch, bevor Taski kommt. Bruno Labbadias Akribie beim Kreieren neuer Varianten wird belohnt. Stuttgart nach 13 Punkten aus 6 Spielen schon wieder in Front. Die Ausführung des Freistoßes, alles geplant? Ja, also das kann man sagen. Wir arbeiten sehr intensiv an diesen Sachen. Und es ist schön, dass die Mannschaft diese Anregung, die man gibt, aber die Mannschaft muss es umsetzen. 4 bis 5 dieser Varianten sind in der Liga bekannt. Heinal hatte die Harnik-Version per Handzeichen eingeleitet. Und der Freistoß war bekannt, ne? Ja. Gut, also ich habe es schon gesagt, also mir ist lieber, wir kannten ihn und haben ihn dann nicht gut verteidigt, als dass wir davon überrascht worden wären. Es ist jetzt Stuttgarts stärkste Phase. Der sehr selbstbewusste Japaner Okazaki, Kakao. Das Spiel reißt die Zuschauer von den Sitzen. Die Trainer hält es schon lange nicht mehr in ihren Hütten. Dann Molinaro im Strafraum gegen Götze. Einziger Fehler des sonst guten Schiedsrichters Gräfe. Hier nicht Elfmeter zu pfeifen. Doch selbst Jürgen Klopp mag sich nicht lange damit aufhalten. Zu schnell, zu ereignisreich dieses Spiel. Götze 7 Minuten später wieder auf den Beinen. Und wie? Kagawa, Piszczek, 1:1 und kein Abseits. Der Pole schafft Dortmunds 1000. Auswärtstor in der Bundesliga-Geschichte. Mazza und Molinaro verschlafen die Szene. Dortmunds gutes Ende der ersten ist der Beginn einer noch besseren zweiten Hälfte. Der fast schon wieder in Bestform spielende Kagawa. Bei Stuttgart kristallisiert sich Torwart Ulreich zum besten Mann heraus. Stuttgart bleibt bei vollem Risiko. Labbadia wechselt offensiv. Kurz Manovic gegen Weidenfeller. Die 60.000 erleben die beste Saisonleistung der Schwaben. Gegenzug. Kagawa nicht mehr zu halten. Nur der schwächere rechte Fuß gehorcht. Nicht immer. Das Spiel braucht keine Verschnaufpause. Im Gegenteil. Fehler Subotic. Der Ball landet beim eingewechselten Traoré. Und auch der geht. Volles Risiko. Kein Fehler von Weidenfeller, der Ball flattert. Danach Chancenstau in Stuttgarts Strafraum. Götze gegen Ulreich, dessen 60. Bundesligaspiel gehört sicherlich zu seinen besten. Die spektakulärste Szene kommt jetzt. Subotic, zweimal Ulreich, die letzte von 15 großen Torszenen. Die Doppelreaktion von Ulreich, Höhepunkt eines spektakulären Spiels. Man muss einfach sagen, dass es ein unglaublich intensives und gutes Spiel für die 60.000 waren. Und da muss man dann irgendwann auch mit dem 1:1 zufrieden sein. Ihr Arbeitstag beginnt im Stau und endet mit einem Chancenstau im Stuttgarter Strafraum. Kann man das so beschreiben? Ehrlich gesagt, das ist nicht mein, zum Glück nicht meine Aufgabe, dafür einen Titel zu finden. Wer zu spät kommt, den bestraft.